Hi Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute gibt es einen neuen Taste Test mit veganen Neuheiten. Ich stelle euch ganz kurz vor, also damit ihr wisst, was euch erwartet. Und dann kommt natürlich der Taste Test. Also, es gibt jetzt ganz neu, wirklich ganz neu, brandneu, seit heute draußen erst. Und zwar die Tafeln von The New Company. Nukau Tafeln haben wir. Dann gibt es bei Rewe, Eigenmarke, eine vegane Pizza jetzt endlich, Tiefkühlpizza. Ich habe auch deswegen schon den Ofen vorgeheizt, wie ihr vielleicht seht, ich weiß es nicht, aber der ist auf jeden Fall vorgeheizt. Ich schmeiße sie gleich rein, dann kann ich sie mit euch testen. Und es gibt von Fritt jetzt vegane Sorten. Es gibt vier, ich habe zwei ausgesucht. Also wenn ihr Bock drauf habt und wissen wollt, wie die Sachen schmecken, wie sie mir schmecken, bleibt jetzt gern dran. Okay, ich hau jetzt mal die Pizza in den Ofen. Ich denke, es ist genug vorgeheizt. Wir haben hier vegane Pizza Pomodoro e Rucola. Ich muss sagen, ich finde die Sorte mal richtig lecker und geil. Genau so was, was ich mir vorgestellt habe auf einer Pizza. So sollte das sein, ja? Das ist ein Pizzabelag mit pflanzlicher Zubereitung. Steht dann hier nochmal in klein. Das finde ich besser, dass die das so schreiben und nicht so als Titel. Wisst ihr, das ist schon so unsexy, wenn dann da steht, irgendwie so Alternative, bla 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 bla, nennt das dann Namen, denke ich mir immer wieder. Vegane Pizza, ich finde es geil, dass das so steht. Und dann nur so in kleinen. Jedenfalls haben wir hier, das, hier wird es nochmal genauer, also vegane Pizza mit pflanzlicher Proteinzubereitung auf Erbsenbasis mit halbgetrockneten Tomaten und Rucola. Finde ich eine geile Sorte. Also sowas stelle ich mir vor, wie gesagt, so Dinge, wie man es halt kennt und einfach nur in vegan und nicht irgendwie. Ich mag das nicht so gern, wenn die vegane Sachen rausbringen und das ist dann auf so super fitnessmäßig, so gesund und fitnessmäßig. Oder wenn sie dann so Sachen rausbringen, ist jetzt nur mal so ein Beispiel, also ich kenne es jetzt nicht, aber sowas in der Art, wisst ihr, so freaky Kombinationen. Chicken Curry oder sowas ist dann auf der Pizza. Ist nicht mein Ding. Ich mag gern diese, also die Original Flavors, aber einfach nur in vegan. Und das ist dann eben so eine Art. Und so sieht die aus. Tiefgefroren noch. Die haue ich jetzt rein und dann schauen wir gleich mal, wie das alles aussieht, wenn es geschmolzen ist. Solange die Pizza im Ofen ist, haben wir Zeit, mal uns die Nukau-Tafeln von The New Company genauer anzuschauen. Ich liebe diese ganzen Sprüche, die da drauf sind. Zum Beispiel hier, Dark Chocolate for a Brighter Future. Da weiß man schon mal, in welche Richtung das gehen soll, ne? Weil die sagen, man ist damit quasi ein Chocolate Activist. Und wer will das nicht sein? Da haben wir zum Beispiel, das ist Almond Sea Salt als Flavor. Und das ist jetzt ganz neu, weil The New Company süßen eigentlich immer nur mit Kokosblütenzucker. Und die Produkte sind meistens nicht so süß. Das haben die jetzt hier geändert bei den Tafeln. Die sollen etwas süßer sein als gewohnt, als man es von der Marke gewohnt ist, sage ich mal. Und die haben genommen Rübenzucker. Das ist mal was anderes, kein Kokosblütenzucker. Ich bin gespannt, sehr gespannt, wie das ist. Die Verpackungen sind alle plastikfrei, was ich sehr cool finde. Natürlich alle vegan und der Kakao kommt aus Peru und wurde fair gehandelt. Hier sind nochmal alle Sorten. Ich zähle euch mal auf. Einmal haben wir Creamy Coconut. Da steht Eat Me to Become a Chocolate Activist. So cool. Ich liebe einfach die Sprüche und diese Attitude einfach hinter der ganzen Marke. Dann haben wir hier Bitter for You, Sweet for the Planet, Dark and Creamy. Mich interessiert ja immer alles, wenn da Creamy steht. Das ist immer so mein Ding. Und dann hier 1.5 degrees is my melting point. White Vanilla. Und das ist mein zweites Ding, was mich immer anspricht. Vanilla. Dann your heart, but our planet shouldn't be. Creamy chocolate. Das hat Potenzial, so eine Milchschokolade zu sein, ne? So Alternative. Dann change your chocolate, not the climate. Da haben wir, was ist das? Crunchy Hazelnut. So, wir machen mal auf. Also das ist kein Plastik, ja? Home Compostable. Also ja, so sieht die Tafel aus. Aber ich habe schon gelesen, dass so eine sneaky, war so ein sneaky Flyer dabei. Denn auf der Verpackung sind es nämlich solche Dreiecke oder so Trapeze. Und hier ist das nämlich ein Rechteck. Und das ist der Fall, weil die sind brandneu. Die nächsten werden nämlich so aussehen wie auf der Verpackung dann von der Form. In einer Schweizer Schokoladenfabrik von Schoko-Profis hergestellt. Und alles Bio-Zutaten. Oh, die zerschmilzt schon so. Oh mein Gott, ich liebe das, ja.
Also die bricht schon mal sehr creamy ab. Ich bin so gespannt, wie süß es dann tatsächlich jetzt geworden ist. Okay, also das ist schon mal 10 von 10, ohne Witz. Also super creamy, zergeht richtig lecker so auf der Zunge. Schmilzt richtig im Mund. Die Süße ist perfekt für mich. Es ist nicht zu süß, dass es im Rachen irgendwie kratzt, aber es ist wirklich süß-süß genug. Es ist nicht, wie man es von der Loon Company normalerweise gewohnt war. Ist eine süße Schokolade, ja. Und die schmeckt geil. Also das hier ist echt der Hit für mich. Ich liebe ja sowas. Jetzt haben wir hier White Vanilla. Sieht so aus. Boah, die zergeht auch schon so. Also die bricht auch richtig so soft ab. Man merkt schon richtig, wie cremig das ist. Mmh. Oh, das wird eine geile Schokolade sein zum Backen oder so. Also die Konsistenz haben die richtig geil hinbekommen. Mag ich voll. Total cremig. Mandeln. Okay, richtig, richtig, richtig gut. Muss ich wirklich sagen. Dann Dark und Creamy, bin ich auch gespannt. Mag ja sehr gerne Tartbitter. Und wenn es cremig ist, umso besser. 79%. Also wirklich eine Dark. Oh, aber die zerbricht auch richtig gut. Also der, ich sag ja mal, der Bruch, ich bin sowieso selbsternannte Schokoladensommelier bin ich. Und der Bruch ist auch wichtig. Es ist wichtig, wie es abbricht. Das Geräusch, der Knack und aber auch wie es bricht. Ja. Wenn du da so reinknatschen kannst, dann merkt man diesen Schmelz, das Cremige. Und das ist hier der Fall. Und die ist gut herb, die ist lecker. Mhm. Crunchy Hazelnut, das ist ja irgendwie so ein bisschen das, was ich mit The Loon Company verbinde. Hier sieht man auch richtig schön die Stücke und Test. Schön viele Stückchen drin. Bin ja persönlich nicht so der Fan von Haselnuss, aber das muss ja jeder selbst entscheiden. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt mein Favorite, aber schmeckt sehr lecker. Trotzdem. Da haben wir Almond Sea Salt, also Mandeln und Salz. Das ist mal eine gute Mischung, ne? Mit Mandeln. Auch die Stückchen drin. Eine Zartbitterschokolade. Hat 66% Gehalt. Oh ja. Die finde ich ziemlich geil. Schöne Stücke. Manchmal etwas größer, manchmal kleiner. Das finde ich immer ganz lecker. So eine elegante Salznote. Und last but not least haben wir hier Creamy Coconut. Ah, ach, die ist auch dunkel. Okay. Konnte man ja sehen draußen, aber ich habe nicht so drauf geachtet. Das ist eine Milch, also ich sage jetzt mal Milchschokolade, eine hellere. Das zergeht alles so gut. Das schmilzt schon so in der Hand. Liebt das ja. Mmh. Oh, die schmeckt stark. Stark nach Kokosnuss, muss man sehr mögen natürlich, weil da sind auch Kokosraspel drin, also Kakaobutter, Kokosmilchpulver und Kokosraspel, also es ist wirklich intensiv Kokos, aber eine geile Kombination und dann ist so eine zart schmelzende Schokolade, die wirklich hier schon so zergeht und richtig buttrig ist, ja, super, also wirklich ungelogen, bin echt begeistert, alles war gut. Ja, ich mochte auch ziemlich jede Creamy Coconut, muss ich sagen. Die Tafeln sind sowas von gelungen. Aber wie gesagt, auch die anderen Produkte schaut euch mal gerne an. Ihr habt, wie gesagt, bis zum 12., also inklusive den 12., 20% Rabatt mit meinem Code FunnyPilgrim20 auf alle Produkte von The Loon Company, außer die Tafeln. Aber die würde ich auf jeden Fall auch mal abchecken an eurer Stelle, weil die ziemlich geil sind, wirklich. Also wenn ihr auf gute Schokolade steht, ne, die so qualitativ wirklich so zart schmelzend gut ist, kann ich euch echt ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Die sind echt lecker. Okay, jetzt machen wir uns mal die Pizza. Die hat nämlich schon geklingelt. Hier ist die Pizza. Ist schön zerschmolzen, alles muss ich sagen. Sieht gut aus. Und die duftet sehr gut. Riecht sehr, sehr lecker. Und ich mag ja so halbgetrocknete Tomaten. Also wenn die nicht ganz so also so wie so Gummis sind, eben halb getrocknet. Toll, da. Oh mein Gott, ich kann mich so gut ausdrücken heute, gell? Ich weiß. Aber ja, wisst ihr, was ich meine? Wenn die nicht zu trocken sind und man die gar nicht zerkauen oder zerbeißen kann, sondern eben so sind, das finde ich ziemlich lecker. Dann haben sie trotzdem mehr Aroma, als wenn das so frische. Weil frische Tomaten, gerade so auf einer Pizza, meh, naja, aber sowas, das gibt nochmal Flavor. Ich bin back. Mit einem Messer. Und wir können schneiden endlich. So. Ich finde, der Teig sieht sehr gut aus. Kein, also so, sage ich mal, der Rand. Er sieht nach einem Pizzarand aus und nicht nach einem Keksrand. Das bemängle ich nämlich oft. Das passiert so oft. Sind das so Keksteige und kein Pizzateig? Das muss ja schon irgendwie luftig sein, ne? Also bitte. Wir wollen keinen
Keks belegen mit Pizzageschmack. Ich verstehe nicht, warum so viele das machen und dann auch noch damit wegkommen. Finde ich furchtbar, Lidl. I'm talking to you. Naja, gucken wir mal. Ja, also ich finde es riecht sehr gut. Ich hoffe, ich verbrenne mich jetzt nicht. Warte mal, kriege ich hier Tomate? Das. Das ist so ein interessanter Pizzaschmelz, der so ein bisschen wie Mozzarella ist. Also es sind so kleine Brockenzeug gewesen, aber es ist gut zerlaufen. Ups. Und ja, sieht okay aus. Es fehlt noch ein bisschen Salz für mich, aber ich finde den Teig ziemlich okay. Es ist kein Keksteig, es ist wirklich ein luftiger Teig, der hinten auch nochmal so zum Eindrücken ist. Wisst ihr, da ist Luft drin. Auch der hier, wo der Belag drauf ist, ist okay. Es hätte würziger sein können, finde ich, aber es schmeckt ganz gut. Okay, die Würze kommt mit diesem Soja. Nee, das war ja nicht Soja. Was war das? Proteinzubereitung auf Erbsenbasis, genau. Die sind gut gewürzt. Die Tomatensauce ist sehr neutral, finde ich. Die Würze kommt echt nur von diesen Proteindingern, von den Stücken. Sonst nichts. Also ich würde die noch ein bisschen aufpeppen, ja, mit Würzen. Ich mache ja auf jede TK-Pizza eigentlich nochmal Oregano drauf. Tabasco sowieso. Und ja, die bräuchte für mich ein bisschen Salz noch, aber sonst finde ich die ziemlich gut. Also ich würde sie mir nochmal kaufen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das ist eine Alternative, weil man hat ja nicht so eine große Auswahl als für mit veganen Pizzen. Und ich finde, das ist eine gute Alternative. Und die ist auf jeden Fall besser als manche, also als viele andere, ja, die so keksartig sind. Wie gesagt, da ist der Teig wenigstens, das ist eine Pizza. Das geht als Pizza durch, ist okay. Kann man auf jeden Fall machen. Und zu guter Letzt noch Frit. So rum. Die gibt es jetzt auch vegan, also es gibt vegane Varianten. Es gibt 4 Stück. Ich habe jetzt diese 2 mitgenommen. Das ist Smoothie Style. Beides. Einmal Apfel, Johannisbeere und einmal Kokos Maracuja. Interessante Sorten. Ansonsten gab es halt noch so 2 Sorten, die fand ich jetzt nicht so interessant klangen. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist genau, Fritz. Was waren das nochmal? Waren das diese langen Streifen, gell? Diese langen Streifen, ja doch, ach so, oh mein Gott. Ey, das ist echt 100 Jahre her, das ist gerade Nostalgie. Oh Gott, noch diese Verpackung, voll Nostalgie. Okay, alles klar, voll krass. Genau, ohne Gelatine steht hier nochmal vorne dick drauf. Finde ich natürlich schön, wenn die das nicht alles machen würden. Wofür denn Gelatine, Freunde? Oh mein Gott, brauchen wir das noch? Und Freundinnen, hier, Frit. Kokos Maracuja. Oh, es riecht voll nach Kokos. Das ist eigentlich eine interessante Mischung, oder? Ich glaube, ich kenne nichts. Kokos Maracuja. Selten. Kokos Ananas. Ja. Selten sowas. Oh Gott. Ey, das ist so noch. Ich habe das echt schon seit meiner Kindheit, glaube ich, nicht mehr gegessen. Sowas. Das konnte man immer so reißen und die konnte man dann immer so gut formen und daraus irgendwelche ekelhaften Sachen daraus formen und das dann so essen. Also zumindest habe ich das so gemacht. Wer hat das noch so gemacht? Ja, schon sehr krass Kokos, ne? Ein richtiges Kokosparfum. Von der Maracuja hätte ich mir mehr Präsenz gewünscht in Form von Säure, weil das hätte das gut, es wäre ein schönes Zusammenspiel gewesen. Ich finde die so ein bisschen zurückhalten. Es ist sehr kokoslastig, was nicht so ganz mein Fall ist, finde ich, bei sowas. Also ich verbinde Kokos mehr mit ja, Schokolade oder so, als solchen Gummis oder sowas. Es ist gewöhnungsbedürftig. Nicht ganz mein Geschmack, aber schauen wir mal, was das bringt. Das klingt nämlich eher nach meinem Geschmack Apfel-Johannisbeere. Wobei ich mir hier auch gut vorstellen kann, dass der Apfel gut untergeht, weil Johannisbeere doch sehr intensiv ist, oder? Das ist dann so bestimmt so dunkel-lila halt hier auf der Packung nach. Ah, nee, so. Also wirklich, ich habe das wirklich ungelogen seit meiner Kindheit nicht mehr in der Hand gehalten. Das ist echt krass. Finde ich besser. Guck mal, und in den Dingern ist normalerweise Gelatine drin. Das ist doch ekelhaft, oder? Ihr wisst, was alles in Gelatine drin ist? Ganze Schlachtabfälle. Schon ein bisschen ekelhaft. Wenn man bedenkt, dass sowas dann in deinem Gummibärchen drin ist oder so. Also wirklich.
Geht ja auch ohne, wie man sieht. Also man kann es auch ohne machen. Aber richtig geil schmeckt es auch nicht. Also es holt mich jetzt trotzdem nicht so ab. Das ist irgendwie... Das ist auch nicht so richtig süß. Es klebt einfach nur zwischen den Zähnen. Und an den Zähnen kriegst du den Mund kaum auseinander. So richtig Geschmack oder süß ist es nicht. Aber immer weiter essen. Nee, ich wollte es nicht weglegen, aber... Also... Ich kann gar nicht reden, weil das so zwischen den Zähnen klebt. Moment. Oh mein Gott. Ja, das trainiert den Kiefer. Okay. Wir haben es. Also, mein Geschmack trifft es nicht, sage ich mal so. Fazit. Mein Geschmack trifft es nicht, es ist gut gemacht. Also, es ist genauso knatschig, wie ich das noch in Erinnerung hatte von früher. Ich denke, es ist eine gute Alternative. Also, wer auf das steht oder Fritz so mochte, hey, holt euch die vegane Variante dann, ja. Aber geschmacksmäßig trifft es einfach nicht meinen Geschmack. Also null. Diese Kombination schon mal gar nicht. Also Kokos und Maracuja, gar nicht so mein Ding. Und hier ist die Kombination zwar besser, aber ich finde, da fehlt alles. So die Säure, die Süße, alles. Das ist einfach so, einfach mir nur zu anstrengend zu essen. Ja, das ist es. Genau, das waren die Produkte dieses Mal in diesem vegane Neuheiten Taste Test. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folgt mir gerne auf Insta, da heiße ich Funny Pilgrim. Und wir sehen uns gerne dann im nächsten Video wieder, im nächsten Taste-Test. Oder es gibt auch manchmal Rezepte von mir hier, What I Eat in a Days, Food Hauls, etc. Bleibt also immer gerne dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das muss der Zucker sein.